Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Hier ist es Siebentischwald. Ich freue mich, dass es heute endlich mal wieder soweit ist und wir hier bei uns im Siebentischwald so ein kleines bisschen weiter basteln. Ihr seht, so wie es sein soll, die Protester ziehen. Die Demonstranten ziehen gerade ab. Sehr gut, das heißt, bei unseren Tieren ist soweit alles in Ordnung. Hoffe ich zumindest. Bevor wir schauen, was wir heute bauen, gehen wir einfach mal zu unserem Gehege von vor 2 Wochen. Genau, da haben wir nämlich hier in diesem Bereich unsere Wölfe untergebracht. Und hier haben wir auch schon eins der Tiere. Da hinten ist noch ein zweites. Ich glaube, 3 oder 4 Wölfe haben wir in unserem kleinen Rudel. Genau, hier unsere schöne Seafighting-Infobox. Und wir werden heute auch in diesem Bereich weiterbauen. Also mein Plan war, ich erzähle euch mal kurz, was mein Plan war. Mein Plan war eigentlich, dass wir heute ein Dachsgehege bauen. Und für dieses Dachsgehege dachte ich mir, wir haben doch im letzten DLC so ein wunderschönes Bauteil geschenkt bekommen. Ja, wir mussten es kaufen. Diese Rindenwände, diese kleinen Rindendekorationswandelemente da. Da dachte ich, lasst uns doch mal probieren, da so einen künstlichen großen Baumstamm draus zu bauen, wie in Jurassic World, diese T-Rex Aussichtsplattform letztendlich. Sowas ähnliches wollte ich damit basteln, was dann begehbar natürlich ist für unsere Besucher und wo die Besucher dann in diesen Baumstamm eben in das Dachsgehege reinschauen können oder in den Dachsbau, je nachdem. Also so weit fortgeschritten war dann meine Planung in meinem Kopf noch nicht. Das wollte ich eigentlich bauen. Jetzt gehen wir hier gleich mal auf die Menüansicht. Ich habe dann allerdings festgestellt, wenn ich hier auf Bau gehe und dann mal Indonesisch eingebe, dann bekomme ich hier bloß die Belohnungsstatue für die Fossa. Warum finde ich die anderen Sachen nicht? Ganz einfach, das ist eine Frage, die sehe ich immer wieder in den Facebook-Gruppen. Warum finde ich die neuen Sachen vom DLC nicht? Habe ich einen Bug? Ist da irgendwas falsch? Nein, du hast es einfach nicht erforscht. Das auch in meinem Fall. Und da wir es nicht... Jetzt habe ich gelesen, Epilepsie, Polarfuchs hatte Nachwuchs. Polarfuchs hatte Nachwuchs, oh mein Gott. Gut, da müssen wir gleich nachschauen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich erzählen wollte. Da wir es nicht erforscht haben, genau. Da wir es nicht erforscht haben, habe ich mich dann dazu entschieden, hier ist alles in Ordnung, also es sieht jetzt nicht schlimm aus, habe ich mich dann dazu entschieden, das eben heute nicht zu machen. Wir werden heute was anderes bauen. Und zwar versuche ich ein bisschen innovativ zu sein. Vielleicht ist es auch nicht so sehr innovativ, aber ich habe mir eingebildet, wir brauchen noch Dammhirsche. Die Rothirsche haben wir ja ganz hier vorne am Eingang. Da haben wir auch Nachwuchs wieder. Sehr schön. Ich hätte die Dammhirsche ganz gerne hier hinten. Und wie ihr wisst, die Dammhirsche kann man ja in ein begehbares Gehege packen. Also, was machen wir? Wir werden den Weg hier voraussichtlich ändern. Also ich habe vor, hier vielleicht, ich mache mal ganz kurz Pause, wenn ich euch das alles erzähle. Wir werden vielleicht den Weg hier, diesen neuen Nullweg draus machen und dann einfach mit Erde so ein bisschen nachzeichnen, damit das schön natürlich aussieht, so ein paar Steinchen vielleicht am Rand, vielleicht ein paar Ästchen und so weiter und so fort. Werden das Ganze hier abgrenzen, hier werden wir ein Tor machen letztendlich für die Tiere dann, wo sie nicht durchlaufen können. Und machen dann diesen ganzen Bereich hier zu einem begehbaren Dammhirschgehege. Das heißt, wir kommen dann hier aus dem Dammhirschgehege irgendwo wieder raus. Ich würde jetzt mal sagen, hier voraussichtlich. Also da machen wir es dann dicht, sodass wir hier wirklich eine richtig schöne große Gruppe dann auch reinkriegen. Und dann geht's in den nächsten Wochen hier hinten weiter. Hier, wie gesagt, Steinböcke plane ich, vielleicht die Elche noch irgendwie. Und dann haben wir ja natürlich noch den Dachs, den Biber,
den Dachs, den Biber, den Dachs, den Biber, irgendwas Kleines hatten wir noch, das Stinktier. Und Gaming Badass hat wieder einige hübsche Schilder für uns gebastelt. Da ist unter anderem auch der Mandschurenkranich dabei. Weil ich dachte, einen Vogel brauchen wir hier drin eigentlich auch noch. Was passt in einen Wildpark von den ganzen Vögeln, die wir haben? Flamingos, Pinguine und Pfaue natürlich nicht so wirklich. Aber der Kranich könnte hier doch ganz gut reinpassen. Also, den werden wir hier definitiv auch noch platzieren. Aber ich würde sagen, bevor ich euch hier jetzt die ganze Zeit zulabere, gucken wir mal. Ja, selbstverständlich. Unsere Füchse haben natürlich immer niedriges Wohlbefinden. Was ist denn mit dem hier los? Ernährungszustand. Ja, Mäuschen, dann solltest du vielleicht was essen. Ne? Ja, aber ich sehe schon, wir haben hier wieder extrem viele Polarfüchse. Die vermehren sich echt wie die Karnickel. Da müssen wir unbedingt was tun. Bam. Das machen wir zum Ende hin. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in das Speedbuild rein. Wir bauen jetzt erstmal das Gehege für unsere Dammhirsche. Und dann am Schluss machen wir noch so ein kleines bisschen Tiermanagement. Dass wir einfach mal schauen, was ist bei unseren Tieren so los? Wie können wir das Ganze noch optimieren? Wie müssen wir das Ganze optimieren? Aber an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal bis gleich. Wir sehen uns in einer Sekunde wieder im Speedbuild. Und da sind wir auch schon wieder im Speedbuild. Ich habe es heute auch ganz bewusst so gemacht, dass ich euch das komplette Speedbuild ungekürzt zur Verfügung stelle. Weil es hat jetzt nicht so wahnsinnig lang gedauert. Also ich habe mich relativ simpel gehalten diesmal. Und da dachte ich, bevor ich da irgendwas rausschneide, zeige ich euch das Ganze in 3,5-facher Beschleunigung. Also so, dass es auch noch angenehm sein dürfte, es anzugucken. Der erste Step, den ich hier gemacht habe, war natürlich das Tor für das begehbare Gehege. Wo mir jetzt gerade einfällt, da müssen wir dann auch noch was machen das nächste Mal, so dass unsere Besucher tatsächlich nur durch das Tor laufen und nicht durch die Zäune selbst. Genau, ich habe am Anfang überlegt, ob ich einen dieser fertigen Zäune, also dieser umrahmten Maschendrahtzäune benutzen soll oder ob ich selber einen baue und dann dachte ich mir, ja mein Gott, also das kriege ich jetzt selbst auch noch hin, einfach dieses Zaumbauteil zu benutzen und einen Rahmen rumzusetzen, sieht einfach schöner aus. Was ich ganz gerne mache, gerade bei Schwingtüren, haben wir aus dem Europa-DLC ja diese Fensterläden-Dinger hier bekommen. Die finde ich ganz hübsch und eignen sich perfekt dazu, um so einen Schwingmechanismus bzw. so einen Türmechanismus einfach zu simulieren. Und deshalb habe ich den dafür benutzt. Dann, ja, hier wie gesagt das Tor gesetzt und das war dann eigentlich schon der ganze Zauber. Also sehr viel mehr ist es dann hier an dieser Stelle auch gar nicht. Was noch ganz wichtig ist, das kennt ihr vielleicht, die Bergsteigen gehen oder in den Bergen wandern gehen, kennen das. Oder wenn ihr mal in einem Wildpark wart, in einem begehbaren Gehege, dann gibt es oft so diese, wie nennt man es? Wie ein Abfluss im Endeffekt. So ein Gitterboden, bei dem man aufpassen muss, damit man selbst dort nicht mit den Füßen stecken bleibt. Das wird deswegen gemacht, damit die Tiere da nicht rauslaufen. Also gerade Huftiere, die trauen sich da nicht drüber laufen. Und deshalb macht man das einfach als Schutz, dass die Tiere da nicht rausgehen. Deswegen habe ich hier auch keine Luftschleuse bzw. Keine doppelte Schleuse gemacht, weil das eigentlich ausreichen sollte, damit die Tiere nicht abhauen aus dem Gehege. Genau, dann der nächste Punkt. Wir brauchen für unsere Hirsche natürlich auch eine Stallung. Erstens aus dem Grund, wir spielen Franchise. Die Tiere würden jammern, wenn sie keinen überdachten Unterstand bekommen. Zweitens macht das Ganze auch Sinn, dass die Tiere bei Wind und Wetter sich unterstellen können. Normalerweise jetzt bei Dammhirschgattern oder so hat man das nicht so wirklich, gerade weil Dammhirsche ja auch bei uns in Europa vorkommen und wirklich wetterfest sind. Also die kommen mit sämtlichem Wetter und sämtlichem Klima, das wir hier in Deutschland haben, auch zurecht. Egal, ob es jetzt nass ist, ob es kalt ist oder was auch immer, das ist eigentlich kein Problem.
dennoch, das Spiel erwartet es von uns und ja, ich finde es generell halt auch ganz schön, wenn man, wie gesagt, die Tiere dann auch mal aufstallen kann oder einsperren kann. Je nachdem, gibt ja auch oft auch irgendwelche Krankheitsverläufe oder sonstiges, das eben auch auf Wildtiere übertragbar ist, irgendwelche Haustierkrankheiten. Ich rede jetzt nicht nur von der Vogelgrippe, sondern auch von der Rinderpest und so weiter und so fort, was es da nicht so alles gibt. Und deshalb ist es immer ganz gut, wenn man einfach einen Stall hat, wo man die Tiere dann letztendlich wegsperren kann, wenn es nötig sein sollte. Bei den Dammhirschen ist es jetzt nicht zwingend nötig, wie bei irgendwelchen Raubkatzen oder anderen gefährlichen Tieren, dass man die Tiere wegsperrt, wenn man das Gehege säubert. Muss man jetzt nicht unbedingt bei den Hirschen machen. Höchstens, dass man den Hirschbullen, nennt man es Bulle oder Hirschbock, ich glaube Bulle, weil es ist ja auch die Hirschkuh, dass man den Hirschbullen wegsperrt dann letztendlich, wenn die Brunftzeit bzw. die Paarungszeit ist. Da ist es natürlich dann nicht so spannend oder nicht so toll, wenn man dann einem brünftigen Hirsch ins Geweih kommt. Was wollte ich denn eigentlich für ein Wort sagen? In die Quere kommt. Richtig, genau. Denn jetzt kommt wieder Onkel Michas Erzählstunde hier, wo wir nicht drüber reden, was gebaut wird, sondern irgendwelche Anekdoten oder irgendwie wissenswerte Fakten über Tiere. Denn Hirsche im Allgemeinen sind nicht ohne. Auch Rehe grundsätzlich nicht. Also man sollte sich nie mit einem Hirsch oder Reh oder was auch oder einem Elch, der ja auch zu den Hirschen zählt, anlegen. Denn die Tiere beißen nicht. Sie gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mit ihrem Geweih auf euch los, sondern mit ihren Hufen. Und was ist das Gefährliche? Denn diese Hufe der Tiere sind tatsächlich messerscharf. Vielleicht habt ihr schon mal solche Videos gesehen, wenn Tiere angreifen und so weiter, gibt es ja alles Mögliche zu sehen. Da ist es tatsächlich so, wenn so ein Elch oder ein Hirsch auf euch zuläuft, dann stellt der sich auf die Hinterbeine und schlägt mit seinen Vorderläufen zu. Und das kann ganz, 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 ganz böse Wunden verursachen. Deshalb, wie gesagt, also PS Vision Gaming hat mir das geschrieben, als er sein Dammhirschgehege gebaut hat für seinen Streichelzoo in seinem Zoo. Da hat er mir geschrieben, dass es tatsächlich so ist, dass in den Niederlanden gibt es anscheinend keine begehbaren Dammhirschgehege mehr, weil dort die Dammhirsche zu den gefährlichen Tieren zählen. Da seht ihr auch schon wieder dran, ja, die Tiere sind einfach nicht ohne. Und auch wenn es bei uns gang und gäbe ist, dass es in Wildparks begehbare Gehege für Dammhirsche, Mufflons und so weiter und so fort gibt, man darf trotzdem nicht vergessen, es sind keine Streicheltiere. Also die Finger immer bei sich behalten, auch wenn man die Tiere füttern darf. Da gibt es auch ganz simple Regeln. Lest euch einfach das Regelwerk durch, wenn ihr in irgendwelchen Parks seid, wo ihr die Tiere füttern dürft, wie ihr euch zu verhalten habt. Denn nur weil man ein Tier füttern darf, heißt das noch nicht, dass man einen Freibrief hat und dann dementsprechend mit dem Tier machen kann, was man möchte oder wo einem gerade danach ist, weil es sieht ja so niedlich aus und deswegen fassen wir es einfach mal an. Die meisten Tiere mögen das nicht oder fühlen sich in die Enge getrieben oder was auch immer und dann kann sowas ganz gerne mal böse ausgehen und am Ende, wer ist am Ende der Leidtragende, auch wenn der Mensch verletzt ist, das Tier wird dafür bezahlen müssen in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen, ganz, ganz wichtig, in solchen Gehegen, in Streichelgehegen und so weiter, in begehbaren Gehegen, haltet bitte immer die Regeln ein, denn ihr schadet damit nicht im Zweifelsfalle euch, sondern vor allem den Tieren. Und die Tiere können sich nicht zur Wehr setzen. Das ist eben das, das Gemeine. Ja, so, jetzt aber zurück zum Speedbuild wieder. Erzählstunde ist erstmal rum, bis mir das nächste Thema einfällt. Simples Haus,
Ich habe keinen Backstage-Bereich diesmal gemacht, denn wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt oder versucht daran zu erinnern, dass wir letztendlich im Franchise bauen und im Franchise geht es eher um Management, Tierbedürfnisse erfüllen und so weiter und nicht jetzt um super detailreich zu bauen. Selbstverständlich werde ich detailreich bauen, nach wie vor. Ich versuche mich bloß hin und wieder einfach so ein kleines bisschen auszubremsen. Hier habe ich auch wieder festgestellt, ich wollte letztendlich diese wunderbaren Türgriffe, die ich sehr gerne inzwischen benutze, die wir im neuen DLC, also in dem Tropical DLC bekommen haben, diese Holztürgriffe hier benutzen, weil die echt super gepasst hätten. Hab dann aber wieder festgestellt, okay, gut, wir haben Indonesien noch nicht erforscht, müssen wir erst noch machen, also steht uns das nicht zur Verfügung. Während ich dann das Haus gebaut habe, habe ich mit Erschrecken dann tatsächlich festgestellt, dass hier bei unserer Waldschenke dieses Backstage-Gebäude, das ich gebaut habe im Hintergrund, habe ich tatsächlich vergessen, hier die Wand noch einzuziehen. Also ja, Pfusch am Bau, sage ich nur mal wieder. Ich habe mir dann auch überlegt, ob ich für dieses Stallgebäude dann ein Satteldach baue. Dachte dann aber, nee, wir halten es diesmal wirklich total einfach und damit sich das ein bisschen besser ins Gelände einfügt, machen wir einfach ein Flachdach, dann sticht das nicht so sehr hervor und vor allem, es soll ja auch nicht den Blick wegnehmen letztendlich von unserer Waldschenke oder da zu sehr ablenken. Und deshalb dachte ich, passt ein Flachdach da am besten. Für die Begrenzung nach außen hin habe ich mich dann wieder an anderen Gehegen bedient. Unsere schöne Holzpalisadenwand, die wir hier haben, und habe dann auch für die andere Seite so ein bisschen noch, was ihr gleich sehen werdet, den In-Game-Zaun dann tatsächlich benutzt. Ich hatte zunächst schon überlegt, ob ich mir von den Wölfen da irgendwas klaue, dachte dann aber, nee, das passt nicht so wirklich. Vor allem, wir brauchen keinen Starkstromzaun für unsere Dammhirsche. Generell fand ich die Kombination hier ganz cool, dass wir halt dieses begehbare Hirschgehege hier haben, direkt in der Nachbarschaft zu den Wölfen. Realistisch ist das Ganze vermutlich nicht, denn ich denke, in der Realität, wenn wir einen Wildpark hätten und wir würden das Ganze so gestalten wie hier, dass wir unsere Wölfe direkt mit Sichtkontakt in unmittelbarer Nähe zu den Dammhirschen haben, würde das nur unnötig Stress verursachen, sowohl bei den Wölfen als auch selbstverständlich bei den Dammhirschen. Und von daher weiß ich nicht, wie gesagt, wie realistisch das ist. Ich gehe eher davon aus, dass das in der Realität so nicht umsetzbar wäre. Hier dann auch was ganz Seltenes, ihr seht mich tatsächlich mal die Barrieren nutzen. Normalerweise ist das immer so ein Punkt, den ich gerne rausschneide, weil das jetzt ja nicht so wahnsinnig interessant ist. Aber so seht ihr das auch mal, gerade für diejenigen, die sich nicht so wirklich auskennen, wie mache ich das mit den unsichtbaren Barrieren. Also im Endeffekt ist es ganz easy. Ihr bastelt euch selbst eine Barriere, wie ihr sie gerade haben wollt, für welches Tier ihr sie haben wollt, sollte natürlich auch passend sein, damit dementsprechend das Tier nicht drüber springen kann oder nicht dran hochklettern kann oder was auch immer, je nachdem, für welches Tier ihr eben gerade baut. Und dann setzt ihr einfach am besten außerhalb der selbstgebastelten Barriere diese unsichtbare Barriere. Außerhalb deswegen, weil ja eure selbstgebastelte Barriere die Tiere schon abhält, davon auszubrechen. Und wenn ihr jetzt diese unsichtbare Barriere innerhalb des Geheges zieht, werdet ihr ständig die Mitteilung bekommen, dass eins eurer Tiere entwischt ist, sobald es über die unsichtbare Barriere drüber läuft. Denn die unsichtbare Barriere dient im Endeffekt ja nur dazu, um die Gehegegrenzen zu markieren. Nicht dazu, dass die Tiere darüber nicht abhauen. Also das bitte nicht vergessen. Die Tiere können über die unsichtbare Barriere drüber laufen. Wenn ihr die unsichtbare Barriere benutzt, müsst ihr selbst eine Barriere bauen. Ganz, ganz wichtig. Also das bitte nicht vergessen. Sonst kann das ja unter Umständen zu einem Problem führen dann. Und das will ja keiner.
Außer ihr baut im Sandbox. Im Sandbox-Modus könnt ihr es natürlich dann einstellen bzw. ausstellen, dass die Tiere abhauen können. Da könnt ihr natürlich dann schon mit unsichtbaren Barrieren bauen. Dann wählt ihr das in den Einstellungen aus, dass die Tiere nicht ausbrechen aus ihrem Gehege. Und schon funktioniert das Ganze wunderbar. Und die Tiere bewegen sich tatsächlich nur im Rahmen ihres Geheges, egal ob ihr eine Barriere gebaut habt oder nicht. Wenn ihr die unsichtbare nutzt. Genau. Gut, jetzt sind wir wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung, bei der Gehegegestaltung. Ich hatte da nicht so wirklich einen Plan oder einen Ansatzpunkt dafür, sondern habe da wirklich einfach wie wild Steine gesetzt und jede Menge Gras und Büsche und dann noch ein paar Bäume rein und so weiter, damit das Ganze richtig schön bewachsen und bewaldet ist. Ob das jetzt auch wieder so realistisch ist, ist auch wieder die andere Frage. Ich würde sagen, ja, da wir hier ein sehr großes Gehege haben. Dammhirsche fressen ja Gras. Gras, Blätter und so weiter und so fort. Also sind reine Pflanzenfresser. Das heißt, sie werden dementsprechend auch das Gras, das hier drin ist, wegfressen. Deswegen mein Hintergedanke, ob es so realistisch ist, weil natürlich sehr viel bewachsen ist hier. Allerdings ist das Gehege so groß, dass dass die Bereiche hier ein bisschen Zeit hätten, sich dann wieder zu erholen und nicht komplett von den Tieren leer gefressen werden. Ihr werdet es im Endeffekt dann auch sehen, sobald wir die Tiere drin haben. Ich glaube, wir haben über 1500 Quadratmeter, die Tiere hier zur Verfügung haben. Und sie bräuchten, glaube ich, nur 700 Quadratmeter oder waren es nur 300. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel mehr, als die Tiere letztendlich benötigen. Sodass wir auch kein Problem haben, wenn die Tiere dann irgendwann Nachwuchs bekommen. Dass dann der Platz irgendwie zu knapp wird. Am Ende hin werdet ihr dann auch sehen, wir bekommen bei den Rothirschen ein Problem, das wir die ganze Zeit jetzt nicht hatten. Ich meine, wir sind jetzt in Episode 15, glaube ich, ist es inzwischen. Ja, 15. Es gab nie ein Problem bei den Rothirschen und jetzt seit dieser Folge haben wir das Problem, dass unsere Rothirsche plötzlich gestresst sind. Ich bekomme kaum noch Meldungen von den Rotfüchsen. Da war ja das Problem immer bis jetzt. Jetzt sind es die Rothirsche, die plötzlich total gestresst sind, weil sich die Besucher dort vorne stauen. Das heißt, es wird Zeit, dass wir hier hinten in dem Bereich einen neuen Besuchermagneten kriegen, damit sich das vorne wieder so ein kleines bisschen entspannt. Es ist generell immer sehr schwierig, wenn ihr ein Franchise Zoo baut, bei den Tierarten, die ihr für den Beginn des Zoos auswählt. Achtet immer darauf, dass sie nicht sehr sensibel sind, dass sie nicht sehr besucherscheu sind, denn die Tiere sind nur noch gestresst. Also für den Anfangsbereich immer irgendeine Tierart reinsetzen, die wirklich hart im Nehmen sind. Ich kann euch da jetzt keine wirklichen Beispiele geben, ich kann euch nur Negativbeispiele nennen. Macht kein Cuttergehege, kein begehbares vorne, keine Flamingos. Macht keine Rotfüchse, wie wir es hier haben, keine Gazellen oder Springböcke, geht auch immer schief, sondern wie gesagt, sucht euch ein Tier, das da wirklich widerstandsfähig ist. Ich meine, Cessa hat das mal gesagt, aus meiner Community, Pfaue eignen sich zum Beispiel sehr gut für einen Anfang. Also das ist ein Tier, das geht anfangs immer. Ansonsten könnt ihr natürlich auch andere Tiere benutzen, müsst halt nur sicherstellen, dass ihr zu dem Zeitpunkt diese undurchsichtigen oder diese einseitigen Glasscheiben dann auf jeden Fall schon habt, dass ihr damit eine Barriere dann machen könnt, damit die Tiere nicht wirklich gestresst werden. Jo. Gut, unser Dammhirschgehege ist so gut wie fertig, beziehungsweise es ist eigentlich fertig, also ich habe es komplett bepflanzt und mir dann einige Tiere gesucht. Ich habe dabei festgestellt, dass die männlichen Dammhirsche wirklich sehr heiß begehrt sind und sehr schwer zu kriegen sind, vor allen Dingen sehr teuer sind.
und hatte tatsächlich Glück, dass ich einen goldenen Hirschbullen dann bekommen habe für relativ wenig Geld. Ich glaube für 200 Conservation Credits oder so. Also absolut in Ordnung. Während die anderen alle um die 1000 bzw. 10.000 Conservation Credits gekostet haben, wo ich dann echt dachte, also Leute, uff, lasst mal die Kirche im Dorf. Ja, wie gesagt, zum Schluss machen wir dann sowieso nochmal so ein kleines bisschen Animal Management, wo wir uns das Ganze nochmal anschauen, welche Tiere wir loswerden müssen bzw. verkaufen müssen und mit welchen Tieren wir weiter züchten können. Je größer der Zoo wird, umso schwieriger wird das Ganze natürlich, weil umso mehr Tiere hat man, die man dann betüddeln und berücksichtigen muss und umso mehr Probleme, die sich ergeben. Aber es macht nach wie vor Spaß. Siebentischwald wird noch eine ganze Weile weitergehen, wenn es nach mir geht. Und genau. Damit sind wir aber jetzt auch schon wieder so gut wie am Ende unseres Speedbuilds angekommen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle gleich schon wieder bei euch. Lasst euch mit so ein kleines bisschen Musik nochmal in Ruhe, beziehungsweise alleine hier. Und dann sehen wir uns sofort wieder im Realtime-Part. Also, bis gleich. Ciao. So, da sind wir auch schon wieder. Wir sind fertig mit dem Dammhirschgehege. Wir befinden uns allerdings jetzt hier gerade bei den Rothirschen, denn wir haben was ganz Blödes. Unsere Rothirsche sind gestresst. Allesamt. Das ist etwas, das ich noch nie bisher hatte. Was ich total doof fand. Das war gerade die KI im Hintergrund. Die meinte, ich rede mit ihr. Habe ich aber nicht. Wie gesagt, Rothirsche gestresst. Ich möchte hier jetzt aber eigentlich keinen Sichtschutzzaun einbauen. Das sehe ich nicht wirklich ein. Die Gäste sollten sich einfach ein bisschen besser verteilen hier. Das wäre so schön. Aber gut. Wir machen mal ein ganz kleines, kurzes bisschen Pause. Bevor wir jetzt hintergucken zu den Dammhirschen und das genießen, müssen wir jetzt hier noch ein bisschen was arbeiten. Und zwar gucken wir uns jetzt einfach mal unsere Tiere an. Was wir alles haben und was wir vielleicht loswerden sollten oder müssen. Bei den Dallschafen sieht soweit alles ganz gut aus, außer dass wir kranke Tiere dort haben. Okay, das ist natürlich nicht gut. Da muss sich unser Tierarzt dringend drum kümmern. Okay, Tierarzt haben wir angefordert. Keine Ahnung, was für eine Krankheit die hier haben. Nicht schön. So, Dammhirsche, da ist noch alles wunderbar, weil sind ja gerade erst neu auch. Molche. Bei den Molchen haben wir zu viele Tiere auf jeden Fall drin. Das heißt, Männchen, Weibchen behalten wir. Das Schöne ist, dass es bei den Molchen keine Rolle spielt, welche wir behalten, weil da gibt es sowas wie Inzucht nicht. Da machen wir jetzt aber Schnellhandel. Die verschachern wir nicht. Ich glaube, der Markt für Reptilien, Amphibien und so weiter ist jetzt nicht gerade der größte. So, dann lasst uns mal weiterschauen. Die Molche, das haben wir jetzt erledigt. Da haben wir nur noch zwei. Dann haben wir bei den Luchsen, da haben wir Wladimir, das ist unser Baby. Die zwei Eltern, alles in Ordnung. Bei den Bärchen haben wir Zenit und Zoe, das sind unsere Alttiere. Und dann haben wir hier zwei Jungtiere, Timble und Shaq. Das passt auch. Polarfüchse, okay, da haben wir ein paar viele. Dann schauen wir jetzt mal. Elisapi, das ist ein komischer Name, oder Elisapi, whatever. Eliza Pie ist unser Alpha-Weibchen. Behalten. Hier haben wir noch ein ausgewachsenes Weibchen. Dann haben wir hier noch ein ausgewachsenes Weibchen. Das sind noch Jungtiere.
Nuki League ist auch ausgewachsen. Die schicken wir ins Handelszentrum. Okay, Nuki League können wir nicht ins Handelszentrum schicken. Dann schauen wir weiter. Genau, die zwei gehen ins Handelszentrum. Dann schauen wir weiter mit den Männchen. Aput ist unser Alpha-Männchen. Dann haben wir Nanuyuk. Den schicken wir ins Handelszentrum. Okay, gut. Dann sollten wir da jetzt schon mal für ein bisschen Entspannung zumindest gesorgt haben bei unseren Polarfüchsen. Dann haben wir die Rotfüchse. Da haben wir Beth und Chiron. Die beiden, da ist auch alles in Ordnung. Bei den Hirschen ist soweit auch alles in Ordnung, außer dass sie gestresst sind. Dann bei den Präriehunden, okay, da sowieso. Bei unseren Wölfen ist auch alles in Ordnung. Und bei den Waschbären haben wir hier... Jalitha, die auf Pille ist. Warum auch immer. Und dann haben wir die drei hier. Das ausgewachsene Männchen. Warte mal, wir stecken die hier. Da machen wir jetzt Schnellhandel bei den beiden. So, dann haben wir nämlich nur noch zwei Waschbären übrig. Dann haben wir unser weißes Weibchen und dann haben wir das Männchen hier, die nicht miteinander verwandt sein sollten. Und dann können wir mit den beiden jetzt nämlich züchten. Okay, dann sollte da jetzt soweit eigentlich alles passen. Jetzt hoffen wir, dass unsere Dallschafe wieder gesund werden, dass unsere Rothirsche nicht mehr gestresst sind. Und dann gucken wir jetzt hier einfach mal rein zu unseren Dammhirschen. Krankes Tier entdeckt. Ja, wo denn? Ach, ist doch schon beim Tierarzt. Oder? Nö, war nicht beim Tierarzt. Technikforschung abgeschlossen. Juhu, wir haben unser Indonesien. Das heißt, wir können das nächste Mal dann tatsächlich weitermachen mit dem Dachsgehege. Guckt euch mal das Licht hier an. Das ist doch krass. Das sieht aus, als wäre es hier total neblig. Okay, gut. So, jetzt aber zu unserem Dammhirschgehege. Ihr habt es im Speedbild ja letztendlich gesehen. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten diesmal, weil ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, wir spielen hier Franchise. Wir spielen nicht im Sandbox-Mode, also wir gehen nicht zu krass ins Detail. Und deshalb habe ich mal versucht, hier ein bisschen einfacher zumindest zu bauen. Ihr seht, wir haben hier die unsichtbaren Wege, haben wir hier mit Erde ausgetuscht, angemalt. Genau, und ich denke, das Gehege sieht doch soweit ganz gut aus. Oder was haltet ihr davon? Schreibt mir das sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier findet, ob es euch gefällt, ob ihr irgendwas anders gemacht hättet. Wie gesagt, ich bin eigentlich soweit ganz glücklich damit. Vor allem finde ich die Kombination hier recht cool, dass man hier durchläuft und dann sieht man auf der einen Seite die Dammhirsche und auf der anderen Seite drüben hat man dann das Wolfsrudel. Wenn es sich denn zeigen würde. Also ich sehe hier keins der Tiere, aber okay. Gut, jetzt schauen wir noch, was wir hier für Meldungen haben. Die Gehege-Infotafel, ja, das ist die hier. Bei der hier sagt er mir immer, die ist falsch oder die ist zu weit weg vom Gehege. Ich finde es jetzt nicht wirklich zu weit weg, aber ja, mein Gott, ist so. Damit werden wir jetzt leben müssen. Veterinärforschung haben wir die Dallschafe abgeschlossen. Sehr schön. Dann können wir hier... Ne, die Krankheit haben wir ja schon erforscht. Okay.
die Gäste denken, dass die Tickets günstig sind. Das ist super, dann machen wir die gleich mal teurer hier. 28 für die Erwachsenen und 22, nö, machen wir 23 für die Kinder. Dann sollte das auch passen. Jetzt gucken wir noch ganz kurz bei unseren Mitarbeitern. Da würde ich tatsächlich jetzt soweit alle nochmal schulen, die man schulen kann. Ich weiß, das kostet immer sehr viel Geld, aber wenn die Mitarbeiter geschult sind oder wenn sie auf 5 Sterne sind, dann arbeiten sie halt einfach wesentlich effizienter. Und das brauchen wir gerade hier, wo wir so viele Tiere jetzt auch zu versorgen haben. Weil ihr seht ja, wir haben multiple Probleme aktuell. Unsere Tiere werden krank, sind gestresst und so weiter. Gut, da können die Tierpfleger nichts machen. Aber hier müssen sich definitiv unsere Tierärzte drum kümmern, dass die Tiere hier schnell wieder gesund werden. Das sollte aber kein Problem sein. Also bis zur nächsten Episode sollte das alles geklärt sein, hoffentlich. Hier wäre es auch ganz schön, wenn der Tierpfleger hier mal sauber machen würde. Ja, das wäre halt schön, wenn er den Melonenfutterspender hier mal sauber machen würde. Ich habe hier bei den Präriehunden übrigens auch so eine Futterplattform jetzt mal reingemacht, weil bei den Präriehunden habe ich immer das Problem, dass ich die Meldung bekomme, dass sie hungrig sind. Oder dass sie kein Futter finden. Und deshalb habe ich das jetzt gemacht und hoffe, das wird jetzt dann auch erledigt, sodass zum einen hier dann tatsächlich mal sauber gemacht wird. Bis jetzt kann ich noch nichts sehen, dass hier tatsächlich irgendwas passiert. Naja, gut, wir lassen das jetzt einfach mal so, hoffen fürs nächste Mal auf das Beste. Unsere Damenhirsche fühlen sich wohl. Wir haben 97% Zufriedenheit. Das Einzige, was wir nicht auf 100% haben, sind die Pflanzen hier. Da haben wir nur 94%. Und dann hier beim Ernährungszustand die Qualität der letzten Mahlzeit. Also das ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Von daher sollte hier auch alles supi sein. Ich würde sagen, wir belassen es dabei für heute. Wir kümmern uns das nächste Mal darum, dass wir vielleicht das Dachsgehege da bauen, nachdem wir ja Indonesien jetzt freigeschaltet haben. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr davon haltet und vor allem, was ihr denkt, was wir als nächstes machen sollten hier im Siebentischwald. Und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder ein. Nicht nur im Siebentischwald, sondern auch in Litchfield, in Brooksburg, bei meinen Zootouren und so weiter und so fort. Also, bis zum nächsten Mal, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Ciao!